Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, in der letzten Folge haben wir ja, oder habe ich euch gezeigt, die Magie der Speicherdaten umschreiben in diesem Spiel. Und wir haben den Zaun entfernen lassen oder sind gerade dabei, den Zaun zu entfernen. Und ja, sind so ein bisschen dabei, unser Startgebiet umzustrukturieren. Wenn die, ach guck mal, jetzt kommen die ersten Bauarbeiter, die hier sich drum kümmern. Cool. Bedeutet, jetzt ist ja hoffentlich gleich wieder der Bereich erreichbar. Ich habe den eventuell gerade abgeschnitten. Huch. War das meine Absicht? Ich glaube schon. Na komm, mach das gescheit. Jetzt haben sie aktuell zu wenig Parkplätze. Es hatte schon gereicht, dass sie einen Parkplatz zu wenig hatten. Jetzt haben sie zwei Parkplätze zu wenig. Ach schau mal, plus 12.000. Das finde ich gut, die Zahlen. Also sie müssen halt auch gerade viel machen. Ne? Sie haben jetzt gerade viele Aufgaben dazu bekommen. Dieser Umbau der Umstrukturierung, das ist schon eine Qual. Also echt, das ist eine Qual für dieses Mitarbeiter. Ich sag's euch. So, schauen wir mal, wie ist es denn hier? Mich interessiert, oder? Ich kann auch hier Planungsmodus. Ganz ehrlich, ich sollte diesen Planungsmodus einfach öfter verwenden. Nein, das ist der Terminalmodus. Planungsmodus. Denn da gibt es ja hier so schöne Sachen wie Speicher. Große Speicherflächen. Perfekt für unsere Angelegenheiten. So. Wenn ich jetzt hier... Nein, nicht schon wieder die Karte drehen. Ey. Wenn ihr jetzt anguckt, die sind drei groß. Bedeutet, ich sollte die dann genau anlegen können. Wenn ich jetzt sage, okay, wir beginnen hier. Muss ich drei drüber gehen, damit ich das so machen kann. Das ist ja interessant. Gut, und das war jetzt schwarzer Treibstoff. Bedeutet, der schwarze Treibstoff braucht natürlich auch Anschlüsse. So, wait. No, das geht sich hinten nicht aus. Ich muss ja am Flughafen... Achso, ich muss da vielleicht das Sicherheitssystem nochmal überarbeiten. So. Ich kann hier 1, 2... Ich kann hier 4 dran bauen, rein theoretisch. Aber es passt halt einfach nicht. Gut. Wie gesagt, es werden jetzt in Zukunft viele Straßen verändert und umgebaut. Das wird noch ganz interessant. Müllsammelstelle. Auch viel zu groß für jeder, hätte ich... Um eins weiter vorne. Ich hätte alles um eins nach vorne schieben müssen, dann wäre es perfekt sich ausgegangen. So absolutes No-Go. Vielleicht verschieben wir auch mal die Einfahrt nach hier drüben. Dann könnten wir rein theoretisch hier überall solche Gebäude wie das hier anbauen. Das wäre natürlich auch eine Sache. Wenn man sich das anschaut, wo ist denn das jetzt wieder hier? Das sind die Enteisungsflächen. Die brauchen auch Fläche ohne Ende. Die kommen aber dann wahrscheinlich hier wieder bald mal hin. Denn wir würden gerne Enteisen anbieten. So, zurück zum Thema. So, das ist die Enteisungslager. Das ist ja klein. Das ist ja süß. Das ist ja knuffig. Wo waren hier? Das ist die Müllsammelstelle. Catering Service. Das braucht Anschluss an den normalen Straßenverkehr. Das ist ja so die Sache am Ende immer, ne? Bedeutet, wir müssten das hier, wenn wir hier eine Straße wirklich hinbauen, so irgendwie setzen. Damit es Sinn ergibt. Das würde aber auch wieder heißen, dass ich meine aktuellen Straßen fürs Erste abreißen kann. Also die hier. Ich überlege nicht gerade auch, ob wir das eine Viererstraße machen, so eine richtig fette Straße. Ah, das werden sie eh nicht verwenden, weil sie fahren so oder so hintereinander wahrscheinlich. Ich würde halt gern wirklich so viel wie möglich verschieben. Also auch das hier. Das ist halt das hier noch das Problem, ne? Ah, da können wir bestimmt hier einfach die Straßen umbauen. So. Das sollte ganz gut klappen. Aber wenn ich zum Beispiel den Tunnel dann versetze, das sollte ja auch nicht so schlimm sein. Wenn ich sage, okay,
Tunnel geht hier hinter, fährt dann hier rum und wird dann da unten angeschlossen oder sowas hier so rum. Wir machen hier halt zwei. Wir machen hier zwei Tunnel einfach hin. Warte mal, so. Aus dem Planungsmodus raus. Es ist einfach for the future, was ich jetzt hier gerade mache. Planungsmodus beenden. Aber wir können das ja schon mal vorbereiten. Straßenmäßig hätte ich gerne einen Diensttunnel nach unten. Zwei dazwischen. Dann führt der eine jetzt zum Beispiel unterm Flug hier durch und führt auf die andere Seite, wo noch Sachen zu tun sind oder wo ein Lager ist. Einfach die Fläche ausnutzen und dafür hier zwei Tunnel hinbauen. Und dementsprechend den da unten auch umrouten. Deswegen tun wir die auch gleich anschließen. Mir ist nur wichtig, dass sozusagen die nicht nebeneinander direkt sind. Das fand ich, hätte ich jetzt ein bisschen komisch gefunden. Das kann man auch nutzen, dass man sagt, okay, man fährt hier durch oder sowas. Die Kuh hat irgendein Problem. Oh Gott, wir haben Kühe wieder auf dem Gelände. Nein, wir haben Tiere wieder auf dem Gelände. Scheiße. Okay, wir sollten doch einen Zaun bauen. Vielleicht gar nicht so blöd. Ich sehe schon wieder Tiere auf dem Gelände. Nein. Ah, ich habe gehofft, das hat sich gelöst mit dem Riesenflächen. Nee, hat sie nicht. Die Hälfte haben wir schon mal. Das geht jetzt ganz, ganz flott. 15.000 gleich oder so, das müssen wir circa ausgeben für die Fläche. Spiel hängt wieder. Schnell nach da drüben. Jung, fupp. Nein. In dem Moment, wo ich losziehen will. Aha. Das wird jetzt eine Ewigkeit dauern, weil die Leute müssen erstmal hinlaufen. So schaut's aus. So. Was wir auch mit unseren 400.000 anfangen können, sind noch mehr Stellflächen. Wir haben ja eh den Großteil schon hier vorbereitet. Was ich jetzt noch gerne machen würde, wäre nochmal kopieren schnell. Und sagen, ich kopiere alles, was hier ist. Das hat einen ganz, ganz simplen Grund, damit einfach die Sitzflächen auch passen. Und wir wissen jetzt circa, wo was ist. Dann passen die nicht hier auch oben super gut rein. So. Dann sind nicht die Parkflächen. Die Sitzflächen auch soweit. Scheiße, jetzt habe ich aus Versehen drauf gedrückt. Und mit 400.000 heißt das, wir können Baumodus für geplante Objekte. Wir können das dann hier einfach. Habe ich das jetzt ausgeführt? Nein. Also muss ich eins runter wahrscheinlich, ne? Nochmal Baumodus für geplante Objekte. 300.000. Sind natürlich jetzt wieder drei Parkplätzeflächen mehr, die wir nutzen können in dem Endeffekt. Und ich denke, das ist auch wichtig für uns. Weil wir sehen schon, wir haben eine Masse und wir fliegen auch dauernd. Jetzt müssen dann nur noch die Start- und Landeflächen mal verändert werden. Und dann noch dementsprechend die Pfade hier. Dass sich hier vielleicht dann einiges hin platzieren. Dann müssen wir das Sicherheitssystem nochmal überarbeiten, hier unten drunter. Das wird nochmal eine Herausforderung in dem Fall. In Zukunft werden dann wahrscheinlich irgendwann mal die ganzen Terminals nochmal umgebaut. Weil es einfach noch nicht passt und hin und her. Ich würde halt gern, was jetzt zum Beispiel aktuell das Problem ist, ist ja, dass die hier nur einseitig rein können. Weil eine kann raus, eine kann rein gleichzeitig. Also es geht nicht, dass einer reinkommt und einer rausfährt zum Beispiel. Also es ist nicht so ein zweispuriges System hier drin. Gefährlich. Oh, ich habe dieses mit dem Gepäck, habe ich aktuell echt ein Problem. Das Gepäck macht mir echt zu schaffen. So. Bin ich eigentlich dumm? Ich brauche nur einen Tunnel. Ich kann den Untergrund teilen.
Ah, ich bin ein Idiot. Ah, ist das dumm. Noch im Untergrund das Ganze aufteilen jederzeit. Och, nee. Herbert, ich hab Scheiße gebaut. Ich kann dir genauso einfach sagen, hey, geh hier hoch. Nachteil, ich muss hier unten die Parkplätze. Oh, ich muss hier unten noch fahren. Noch die Park reinkriegen. Warte mal, wie groß sind die nochmal? Parkflächen. Also es wird eh zwei Tiefen runtergehen, aber ich muss halt schauen. Okay, ich krieg das schon noch hin. Wenn ich jetzt hier irgendwie so rotate. Das ist jetzt zum Beispiel schade. Da fährt und muss. Da müsste man jetzt. Muss man jetzt überlegen, wie man es macht. Aber ich würde wahrscheinlich. Wenn er sagt, okay, das ist hier so eine Ausfahrt. Wenn es dann zwei. Wie viel kriegen die daneben? Drei, vier? Also das gefährliche Gepäckstück, das ist aktuell echt ein Problem. Aber wir haben doch eine gute Untersuchung hier vorne eingebaut eigentlich. Echt eine Top-Anlage, rein und raus. Doppelsystem. Ich weiß nicht, was hier das Problem ist, oder muss hinter dem Umbau noch einer liegen? Oder kann ich nur dritte Etage nehmen? Das ist jetzt die Frage, wie baue ich das in Zukunft um? Weil reintisch ist der Vorteil, ich kann hier reintisch einen reinen Eingang hier bauen. Ist mir mittlerweile eingefallen mal, hätte ich auch früher wissen können. Die Dinger hier sind ja grandios. Bedeutet, die verteilen das komplette System. Und zum Ziel bedeutet, ich kann aufteilen in Flughafen 1, Flughafen 2, Flughafen 3, rüberschießen und fertig aus. Da ist ja gar kein Problem dabei. Bedeutet, ich kann hier rein und rausgehen, das Gepäck auf eine Spur setzen. Und dann hier einen Tisch aufteilen und dann ans Ziel verteilen lassen. Das ist mega smart. Mega smart, sage ich euch, ist das. Jetzt ist die Sache. Ich habe doch das damals extra so entwickelt, damit das funktioniert. Wo ist dieses Sicherheitssystem jetzt? Warte mal, also. Erstens. Passkontrolle und das ist automatische Passkontrolle. Und das ist. Habe ich die schon? Verbesserte Sicherheitskontrolle. Die Sicherheitsbetonung in jedem Teil, also Handgepäckscanner. Was ist jetzt der Unterschied zu dem hier? Verbesserte Sicherheitskontrolle aller Personen, die die Sicherheitszone betreten. Die Sicherheitszone betreten wollen. Soll sowohl Metalldetektor und Gepäckscanner. So. Verbesserte Sicherheitskontrolle alle Personen, die die Sicherheitszone betreten, enthält sowohl Metalldetektor als auch Handgepäckscanner. Du bist doch dasselbe wie das da. Bloß ein groß. Bisschen massiver, das war alles. Ah, neues Bodyscanner hat er dabei. Das hat jetzt einen Bodyscanner dabei. So, schauen wir uns mal an. Und wie viel groß ist denn das? Glatte 2 ist das Ding größer. Holy shit. Aber es wäre interessant. Bedeutet, wir reißen dich hier ab. Ich würde gerne die Großen einführen. Ganz ehrlich. Da kommen jetzt die Großen hin. Ich will die. So unbedingt. Alter, was geht denn in den Laden ab? Alter. Die Sitzflächen vollkommen überfüllt. Warum wartet ihr eigentlich hier? Ihr könnt doch direkt nach oben. Ich finde es erstaunlich. Der ist vollkommen überlastet. Der hier so, ja, 1, 2 Verkäufer. Auf was wartest du? Der hat zu. Siehst du das nicht? Er hat geschlossen. So, achso, ja, ich müsste dich vielleicht auch nochmal vorbereiten, ne? So. Als erstes bitte deaktivieren. Wir müssen euch hier erst zuweisen. So, ihr kommt jetzt bitte nach da dran. So, dann braucht ihr direkt mal Upgrades. Ohne Upgrades geht hier ja gar nichts. Upgrade der
Fahrgastbrücke. Fahrgastbrücke. Und du auch eine Fahrgastbrücke. So, als nächstes bekommt ihr von mir die Fahrzuweisung, damit zu euch gefahren werden kann. So, warte mal. Wo ist das denn jetzt hier? Ich überlege nicht gerade, ob wir nicht in Zukunft, ob wir das hier nicht verdoppeln wollen. Einfach um da die Durchsatzrate, wie man so schön sagt, zu erhöhen. So. Boarding-Schalter. Ich habe doch hier einen Boarding-Schalter. Kann ich den nicht zuweisen? Doch, kann ich. Hier, verbinden. Das ist immer gelb, das verwirrt mich so ein bisschen, leider. So. Desk 24, Medium Board. Da steht Medium Board. Wait. Alter, was habe ich... Kann mir jemand erklären, was ich mit diesen scheiß Gepäckstücken falsch mache? Das sind Check-ins. Hier ist noch ein Auto-Check-in zum Beispiel. Da können die sich Quick-Boarding-Gate ermöglicht Passagieren das Boarding mit Hilfe des ohne Hilfe von Fluggastbetreuern. Fände ich bei kleinen Flugzeugen zum Beispiel ganz praktisch. Dass wir das ersetzen. Wir haben ja noch die kleine Anlage. Dass wir das vielleicht mal ersetzen dadurch. Dann ist da schon mal weniger Personal vonnöten. Ich mag aber ganz ehrlich, ich fände es, oder, also ich bin ja viel geflogen früher, oder ja, bin früher viel geflogen, aktuell fliege ich ein bisschen weniger, oder eigentlich gar nicht aktuell, vor allem seit Corona ist es halt still, aber ich finde Fluggastbetreuer relativ cool an einem Boarding-Schalter. Und wenn es nur ein Quick-In ist mit einem Personal, weil einfach du die Möglichkeit hast, jemanden zu fragen. Und diese blöden Boarding-Automaten natürlich auch immer wieder Probleme haben. Und wenn du dann da stehst, so, scheiße, das Ding funktioniert nicht, hinter dir eine wütende Meute. Ey, ich will boarden! Hast du keinen Bock mehr drauf, auf das ganze Geschissel? Okay, aber wir stehen hier jetzt ganz gut da. Alter, überleg mal, wie viel Flug wir schon mittlerweile auf diesen... Wie viel haben wir aktuell? 17. Ich glaube, wir können bis zu 200 gleichzeitig am Tag planen. Unterwegs sind 306. Geparkt sind 16. Rollen tun 2. Also 18 befinden sich gerade am Flughafen selber. Ich muss dir sagen, da sind diese kleinen. Da habe ich jetzt ja weniger. Davor hatte ich ja hier gleich noch... Das waren ja auch alles kleine, ne? Oder glaube ich, habe ich nicht kleine gehabt, ganz viele? Wenn ich das ganze kleine System noch umbaue, damit wir da auch noch mehr haben, mit den Quick-Boarding-Schaltern und alles drum und dran, das wird auch noch sehr interessant. Aktuell sind diese kleinen Terminal-Plätze ja hier, ne? Bin mal gespannt, wann die das erste Mal da drüben genutzt werden. Das wird noch eine spannende Sache. So, aber zurück zum Thema. Wir haben jetzt hier rumgebaut. Gleichzeitig festgestellt, dass das ja komplett unnötig ist. Bedeutet, das kann wieder abgerissen werden. So, jetzt können die nicht da hinten parken und können dann rein theoretisch aber auch da direkt ja rüber, oder? Nee, das haben sie noch gar nicht gebaut. Hey, Kollegen, wo seid denn ihr? Tut was für euer Geld. Oder machen die gerade den Zaun fertig? Das kann natürlich sein, dass die irgendwo den Zaun fertig machen. Wo sind die? Kollegen! Ich weiß, ihr baut hier irgendwo Zaun. Ja, da, ich glaube, ich habe alle mittlerweile im Zaunbau. Weil als nächstes müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir ja das Start- und Landesystem hier ein bisschen überarbeiten. Hier ist viel zu wenig Platz. Und wenn halt hier das Ding noch dazu kommt, Alter, dann wird das hier richtig staunen. Ich kann es. Da könnt ihr auf mich vertrauen. Das wird ein Stausystem. So, wenn wir jetzt angucken. Okay, zwei könnte man noch rübergehen. Aber das ist auch nicht eines der größten Flugzeuge. Aber ich will halt, keine Ahnung, man muss eigentlich gucken,
dass das Ganze breit genug ist für zwei Flugzeuge, für die Flugzeuge. Bedeutet, wenn ich jetzt hier hingehe, mir so einen Parkplatz nehme, zum mittleren, dann sagt er mir groß, circa wie groß dieses Flugzeug sein wird. Circa. Und zwar, ja, ich würde mal sagen, es geht über die rote Linie auf der einen Seite drüber, wo die Straße ist. Nee, nicht wo die Straße ist. Auf der anderen Seite geht es auch drüber. Bedeutet, was hat denn das jetzt für eine Breite hier? Alter, dieses gefährliche Gepäck geht mir langsam auf den Senkel. Ich weiß doch nicht, was ich falsch mache. Asphaltflächen, guck mal, ich kann die ganze... Ich kann einfach betonieren. Ich könnte einfach die Welt zu betonieren und kein Schwein interessiert's. Windsack. Ja, ein Sack ist so oder so. Shuttlebusse, bla 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 bla. Ich muss das Ganze auch umplatzieren. Das wird noch richtig eklig. Oh, guck mal, zweimal. Oh. Ja, die Bauarbeiten sind noch alle unterwegs. Aber Leute, ich würde sagen, das war's. Alter, stehen die an. Alter. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. In der nächsten Folge werden wir das Sicherheitssystem immer überarbeiten, weil... Holy Mother of Joseph. Jesus. Die warten ja Ewigkeiten. Also, ciao. Everything changes.